Grüß Gott, kommen Sie rein. Unsere Familie wohnt in einer großen Wohnung hier in Gaustadt und irgendwann hat die Frau das Haus verlassen. Das Kind ist zum Studium nach Würzburg gegangen und dann habe ich mir überlegt, eine kleinere Wohnung, eine energetisch Top-Wohnung zu suchen und habe die dann hier im Mehrgenerationenhaus in Gaustadt gefunden. Die Wohnung hat etwa 50 Quadratmeter. Sie hat ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, hat ein geräumiges Bad, vollkommen barrierefrei alles. Hier in Gaustadt haben wir das Wohnmodell in der Heimat Wohnen verwirklicht, das wir inzwischen an mehreren Standorten erfolgreich umgesetzt haben. Ein Wohnmodell, das Caritasverband und die Josef-Stiftung vor etlichen Jahren initiiert haben, um selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen, auch bei Alter, bei Behinderung, für Alleinerziehende, für Jung und Alt. Ich arbeite in der Lebenshilfe, in Metallung, also ich bediene Maschinen, Zündkerzen und alltäglich, außer Mittwoch bin ich zu Hause, weil ich eine böse Krankheit hatte und deswegen ist der Mittwoch frei. Ich bin gerne in der Lebenshilfe, aber manchmal geht es halt nicht, ne? Und naja, so ist es. Wir als Josef-Stiftung haben das Objekt In der Heimat Wohnen hier mit dem Haus Miteinander im Jahr 2009 errichtet. Und wir haben 29 Wohnungen. Von den 29 Wohnungen sind auch drei rollstuhlgerechte Wohnungen. Die Wohnungsgrößen sind zwischen 50 Quadratmetern, da fängt die kleinste Wohnung an, und fast 100 Quadratmetern mit der Vierzimmerwohnung, die auch eine junge Familie mit drei Kindern bewohnt. Hallo. So, hallo, Herr Best. Hallo. Klappt's? Das klappt. Mit unserer Abmachung? Das machen wir jetzt. Das wunderbar, machen wir gleich. Prima. Ich weiß ja Bescheid. Genau, ich gehe noch mal schnell in die Stadt. Ich muss noch schnell was besorgen. Die Fahrräder, das sind ein paar Sachen, die müssen, glaube ich, noch repariert werden. Ja? Das machen wir einfach. Okay. Gut. Also die Terrassentür ist auf, wenn was ist. Sie können rein. Ja, wir sehen uns wieder. Und ihr kennt euch aus. Ihr wisst Bescheid. So wie immer, Herr Best. Genau. Okay, bis dann, ne? Also ich genieße es hier sehr und bin ganz froh darüber, dass ich die Wohnung hier gefunden habe und dass ich hier in dieser Gemeinschaft so aufgenommen wurde. Es ist einfach für mich ganz optimal. Ich kann meine Kinder hier abgeben. Ich habe ein ganz gutes und sicheres Gefühl. Die Kinder können sich ihre Leute selbst aussuchen, zu wem sie gehen wollen. Der Herr Beste macht mit den Rädern. Die Frau Wächtler, die macht die Hausaufgaben mit den Kindern. Es ist immer irgendjemand da. Es sind so viele Menschen hier, die mich unterstützen. Und das finde ich toll. Das gefällt mir gut. Optimal ist es hier auch, dass ich gerade um die Ecke hier zum Bushaltestelle kommen kann und dass ich innerhalb von 15 Minuten in der Stadtmitte bin. Und das ist natürlich am Wochenende vor allem ganz prima, da ich diesen ganzen Stadtverkehr einfach meiden kann. Also im Haus Miteinander muss man sagen, hier ist der Name Programm. Die Leute sorgen selber hier wirklich für ein geselliges, gutes Miteinander. Sie feiern Feste, organisieren sich da sehr gut selbst und helfen sich auch gegenseitig, wenn einfach mal Not am Mann ist oder was nicht so rund läuft. Ehrenamt hat natürlich auch seine Grenzen. Dafür sind wir von der Caritas als hauptamtliche Mitarbeiter dann eben auch Ansprechpartner, haben ein offenes Ohr für Wünsche, Anliegen der Menschen hier und in der Nachbarschaft.
So zum Beispiel die Organisation eines Mittagstisches, der ja hier wirklich auf ehrenamtlicher Basis läuft. Also die Leute setzen sich zusammen, helfen mit, planen, was sie kochen wollen. Und ich muss sagen, also Helfer sind immer gewünscht, aber es läuft rundum wunderbar. Hier ist eine Wohnmöglichkeit gegeben für Jung und Alt. Jeder kann hier eine Wohnung mieten. Wir bieten öffentlich geförderte und frei finanzierte Wohnungen an. Die Liste ist allerdings sehr lang. Es ist ein Wohnmodell, das sehr nachgefragt wird, das uns auch unterscheidet, eben weil wir dieses Angebot haben einer guten Nachbarschaft und des Miteinanders. Die Menschen hier sagen, es ist das Beste, was es gibt. Sie möchten gar nicht woanders wohnen. Die Mieter unterstützen sich auch sehr intensiv gegenseitig. Die jungen Familien hier haben Unterstützung bei den Nachbarn. Die Kinder hier haben viele Omas und Opas. Wir könnten weitere Standorte auch in Bamberg bauen. Die Nachfrage, wie gesagt, nach bezahlbarem, barrierefreiem Wohnraum ist sehr groß und das Angebot ist leider sehr gering. Ja, das Haus Miteinander gibt es in Gaustadt schon seit 2009 und es handelt sich hier um ein ganz innovatives Wohnprojekt, das hilft, Barrieren zwischen den Generationen abzubauen. Insgesamt sind dort 29 Wohnungen vorhanden. Und die Barrierefreiheit, die dort realisiert worden ist, hilft, dass Menschen in den Wohnungen möglichst lange leben können. Mein Wunsch ist, dass solche innovativen Wohnprojekte auch in anderen Stadtteilen unserer Stadt entstehen können.